Wir haben den Chef vom DOT mal wieder hier. Herzlich willkommen. Ja, hallo. Wir haben ja schon mal gesprochen und inzwischen gibt es ein paar Neuerungen, von denen du berichten wolltest. Also wir sind seit circa 5 Jahren dabei, eine Norm für Anforderungen, Hygieneanforderungen beim Tätowieren zu entwickeln. Wobei wir jetzt soweit sind, dass die dieses Jahr wirklich verwirklicht wird und wir eine CN-Norm auf diesem Gebiet kriegen halt. Also wie gesagt, für ganz Europa. Und du sagst, das ist jetzt seit 5 Jahren schon, dass ihr da dran seid. Ist das normal, dass es also sich relativ lange hinzieht, leider? Muss ich sagen, leider. Wir haben sehr, sehr viele Mitwirken außerhalb der Tattoo-Szene dabei, Doktoren, Professoren. Allein im deutschen Gremium von Gesundheitsämtern über Verbraucherschutz, in europäischen Gremien, Ärztevereinigungen aus England, Frankreich, die auch natürlich nationale andere Regeln haben als wir in Deutschland. Und das müssen wir natürlich dann alles zusammenfassen und auf einen Nenner bringen halt. Dabei mussten wir bei dem einen oder anderen Punkt auch federn lassen, aber im Großen und Ganzen ist das auf der Basis, die wir hier in Deutschland schon seit längerem versuchen zu etablieren. Also ist Deutschland da schon irgendwie Vorreiter oder hat, sage ich mal, die strengsten Regeln und die anderen Länder, man will das dann irgendwie anpassen, dass das ein bisschen über einen, ja, dass eine gemeinsame Richtlinie dann besteht? Na gut, das ist halt das Problem, wenn wir jetzt sehen, Frankfurt Tattoo Convention, wir haben ja, ich weiß es nicht, 600 Tätowierer aus verschiedenen Ländern, weltweit halt da. Jeder hat seine eigenen Hygienerichtlinien, ob Österreich, Frankreich, Deutschland, das harmonisiert nicht. Und mit dieser Norm wird das wenigstens auf europäischer Ebene etabliert, dass wir eine einheitliche Norm haben. Also jemand, der aus Österreich nach Deutschland kommt, der hat keine Probleme mit den Hygieneanforderungen und umgekehrt dann halt. Ja. Und wie muss man sich das vorstellen? Also wie oft trefft ihr euch und wer ist dann in diesen Gremien vertreten? Also wir sind als DOT UETA e.V. federführend. Andi Schmidt ist da als erster Obmann im DIN-Normungsinstitut drin. Der führt auch die europäischen Verhandlungen. Ich bin als zweiter Obmann dabei. Wir leiten das Ganze mehr oder weniger. Wir bezahlen auch die Kosten dafür. Die sind inzwischen weit über 100.000 Euro. Was natürlich irgendwann der ganzen Tattoo-Szene zugutekommt halt. Weil jeder versucht, irgendwo Regeln zu machen. Jedes Gesundheitsamt hat seine Fetische. Und so versuchen wir das auf einen grünen Nenner als Mindeststandard irgendwo anzusiedeln. Und wie ist das mit der, ja, ich sag mal, Rechtsprechung? Also macht ihr das erstmal unter euch aus und geht dann damit, ich glaube, wie man merkt, nicht so die Ahnung, wie sie vorgehen. Aber müsst ihr dann das irgendwie noch gesetzlich festlegen? Oder wie, in welcher Reihenfolge läuft das? Also eine Norm ist hier eine freiwillige Verpflichtung. Ich gehe davon aus, also gesetzlich hat das schon einen gewissen Charakter. Wenn ich nicht normkonform arbeite und Kunde mir das nachweisen kann, bin ich in der Haftung. Also es ist in meinem Interesse natürlich dann zukünftig normkonform zu arbeiten, damit ich aus dem Rechtlichen außen vor bin. Und die Gesundheitsämter, denke ich mal, die werden sich dann auch mehr oder weniger damit etablieren. Bis jetzt gab es ja gar keine Grundlagen auf dem Gebiet. Und damit haben wir als erstes Mal in Europa geschichtsträchtig was verwirklicht, was dann wirklich alle Tätowierer trifft. Was sind so die größten Knackpunkte? Du sagst es gerade, ihr musstet ein bisschen federn lassen. Also was sind die größten Sachen, wo sich das unterscheidet zwischen den Ländern? Also wir haben zum Beispiel in Deutschland eine Händedesinfektion. Engländer, die haben halt mehr den Fetisch, die Hände zu waschen, statt zu desinfizieren. Auch von den Ärztevereinen aus. Das sind so Knackpunkte halt, die können wir nicht verstehen, die können uns nicht verstehen. Und da so einen Mittelweg zu finden, ist natürlich nicht so einfach halt, ja. Wie muss man sich das vorstellen? Ist das dann am Ende ein Manuskript oder irgendwas, was da rauskommt? Und wie ist das geordnet? Ich wüsste gar nicht, wo ich da anfangen sollte. Ja gut, wir haben ein Papier, das sind knapp 200 Seiten, die dann wirklich regeln, Händedesinfektion, Instrumentenaufbereitung, Arbeitsplatzreinigung, Aufbereitung, welche Geräte man verwenden darf, welche Farben verwendet werden dürfen. Halt. Desinfektionsmittel ist ja auch wieder so eine Sache. Wir haben hier eine DGH vom Richtlinien für Desinfektionsmittel, die in Deutschland zugelassen sind, die gibt es so in England dann nicht und wiederum auch anders. Da gibt es dann immer noch nationale Besonderheiten, die dann auch berücksichtigt werden müssen dabei halt. Das ist also auch nicht so einfach. Was ist auf der anderen Seite die größte, sag ich mal, Errungenschaft? Also wo du vielleicht dich gefreut hast, dass es funktioniert hat, dass ihr euch einig geworden seid? Also wenn wir normkonform arbeiten, kann uns eigentlich keiner rechtlich belangen, wenn irgendwo was in diesem Rahmen dann sein sollte halt.
es ist eine gewisse Rechtssicherheit, die wir damit haben. Den Gesundheitsämtern gegenüber und auch den Kunden. Vor allem ist es eine Sicherheit dem Kunden gegenüber, wenn jemand normkonform dann arbeitet, dass er auch sicher ist, dass er in guten Händen ist. Ja. Wie ist denn ungefähr der Zeitplan? Also was meinst du so ganz spontan, wie lange es noch dauert, bis ihr das habt? Also wir haben jetzt die letzte Sitzung für Juni in Berlin geplant, bei dem Nationalen Ausschuss. Danach wird dann, wenn keine Widersprüche mehr sind, diese Norm in die Veröffentlichungsphase gehen und bis Ende des Jahres, denke ich mal, dann auch etabliert werden. Dann wünsche ich da erstmal viel Erfolg und würde dich gerne noch fragen am Ende, ob ich irgendwas vergessen habe zu fragen, ob dir noch was Wichtiges dazu einfällt oder... Na, das kommt dann, wenn die Norm da ist. Genau, dann machen wir nochmal ein Interview dazu. Sehr gut, vielen Dank.